Ja, die Grundlagen der Versprachlichung pflegerischen Handelns sind natürlich sehr komplex, weil wir erlernen unsere Sprache ja schon bereits im Kleinkindalter. Und das heißt, wir nehmen sehr früh wahr, wie über pflegerisches Handeln gesprochen wird in unserer Familie, im Freundeskreis, in anderen Familien. Das setzt sich fort bis eben zu dem Zeitpunkt, wo wir in die Berufsausbildung für die Pflege gehen oder in das Studium. Und dann lernen wir natürlich sehr klar von unseren Kolleginnen und Kollegen, wie über Pflege gesprochen wird, welche Sprache, welche Wörter, welche Begriffe verwendet werden. Das heißt, die berufliche Praxis hat hier eine sehr, sehr prägende Wirkung auf die Art und Weise, wie Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner ihre berufliche Praxis versprachlichen. Je nachdem, wie wir über pflegerisches Handeln sprechen, prägen wir natürlich auch die Bilder unseres Umfeldes, unseres direkten Umfeldes, aber auch unseres weiteren Umfeldes und damit natürlich auch die Wahrnehmung pflegerischen Handelns in der Gesellschaft insgesamt. Und das hat natürlich auch wieder viele Nebenwirkgrößen. Also eine ganz wichtige Bedeutung haben natürlich die Medien, wie dort über Pflege berichtet wird, über pflegerisches Handeln. Das hat wiederum eine Rückwirkung natürlich darauf, wie wir Pflegenden uns in der Gesellschaft wahrgenommen fühlen und welche Begrifflichkeiten wir vielleicht weiter verwenden, manchmal vielleicht auch so eine Art Teufelskreis in Richtung eines Downgradings in der Sprache. Auf jeden Fall ist es natürlich ganz, ganz klar, dass das, was wir über Pflege sagen, die gesellschaftliche Vorstellung von Pflege prägt. Also wenn wir sehr stark über Verrichtungen sprechen, wenn wir sehr stark eine einfache Sprache benutzen, ich wasche meinen BewohnerInnen den Rücken oder ich reiche Nahrung und Flüssigkeit an, dann prägt das natürlich das Bild in der Gesellschaft sehr klar, dass Pflege eine sehr einfache Tätigkeit ist und verleitet vielleicht auch zu dieser Auffassung, pflegen kann jeder, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Zunächst denke ich, ist es sinnvoll, wenn Pflegende sich ihrer Sprache bewusst werden und darauf achten, in welcher Situation sie welchen Sprachcode verwenden, wann sprechen sie sehr einfach, wann sprechen sie komplex, wann benutzen sie Fachsprache, wann benutzen sie keine Fachsprache. In der weiteren Folge ist es dann gut, wenn man diese verschiedenen Sprachcodes gezielt einsetzen kann. So zum Beispiel, wenn ich mit den zu pflegenden Menschen spreche, wenn ich denen erkläre, was ich gleich tun werde, dann ist es sicher angemessen, eine sehr einfache Sprache zu verwenden, damit die Patienten oder Bewohnerinnen das auch gut verstehen können und auch gut annehmen können, weil es immer schwierig ist, von der Hilfe anderer Personen abhängig zu sein. Hier bietet sich also die leichte Sprache wirklich an und das ist ja auch die, die wir in der pflegerischen Praxis sehr häufig antreffen. Wenn ich aber zum Beispiel in die Visite gehe, in die Fallbesprechung, wo ich mit anderen Berufsgruppen zusammen bin oder manchmal vielleicht auch, wenn ich mit Angehörigen spreche, bietet es sich an, schon etwas komplexer zu sprechen, etwas mehr Fachsprache zu verwenden, etwas weniger über die tatsächliche Verrichtung zu reden, sondern eher aus einer Zwischenperspektive heraus über das pflegerische Handeln zu sprechen. Und wenn ich zum Beispiel in einem Interview mich befinde oder in einer Schulklasse über den Beruf berichte oder in meinem Bekanntenkreis an einem Geburtstag eingeladen bin und dort gefragt werde, was machst du eigentlich beruflich, dann bietet sich natürlich an, eine eher abstrakte Sprache zu verwenden und die übergeordneten Ziele pflegerischen Handelns darzustellen, also zum Beispiel die Autonomie des Menschen zu fördern, die
Entfaltung des Menschen zu fördern, Sicherheit für Menschen herzustellen, indem man Kreislaufparameter überwacht, indem man aber auch den allgemeinen Zustand beobachtet, Veränderungen frühzeitig erkennt. Das sind Formulierungen, für die wir in der Gesellschaft ganz sicherlich mehr Wertschätzung und Anerkennung bekommen, als wenn wir da sehr tatkräftig berichten, dass wir Menschen bei der Körperpflege unterstützen und bei den Ausscheidungen.